Hallo? Hier am. Fräulein, bitte geben Sie mir 2442. Jawohl, 2424. Nein, Fräulein. Hier, Firma Klemm und Klaue. Verzeihung, können Sie mir nicht Fräulein Hirschgeweih? Pardon, nein, wir machen nicht in Hirschgeweih, wir machen in Unterwäsche. Falsche Verbindung zum Auswachsen. Hallo? Hier am. Fräulein, Sie gaben mir ja 2424. 2442 wollte ich doch haben. So eine lange Nummer? Ausgeschlossen. Hallo? Hallo? Ist er wieder fort. Hallo? Hier am. Fräulein, bitte 2442. Jawohl, 4242. Ja, Mama. Ich sage dir, Karl hat so schön Spargel. Soll ich ihn nun in Butter legen? Oder was hältst du denn von der Eiersoße? Herrjott, was geht mich denn Ihre Eiersoße an? Ich will Nummer 2442. Hilfe! Es ist ein fremder Mann in meiner Leitung. Herrjott, schon wieder falsche Verbindung. Hallo? Ihr Amt. Aber Fräulein, Sie haben mich ja schon wieder falsch verbunden. Ich will doch Nummer 2442. Ach so, 4224. Hallo? Ach, seien Sie doch so freundlich und fragen Sie Fräulein Hirschgeweih, wann ich Sie abholen kann. Was? Wen sollen wir abholen? Wollen Sie bitte Fräulein Hirschgeweih? Ja, wie viel Wärter sind denn dazu nötig? Sie verstehen falsch. Hier ist Herr Wichtig. Ach so, hochsichtig. Naja, dann 4 Wärter. Herrgott, mit wem spreche ich denn? Ihr Nervenheilanstalt. Oh Gott, schon wieder falsch verbunden. Hallo? Hier am. Fräulein, jetzt haben Sie mich in der Nervenheilanstalt gebracht. Na, dann sind Sie ja gut untergebracht. Zum Donner. Los. Da haben wir den Salat. Hallo? Hier am. Bitte, liebes, gutes Fräulein. Liebeserklärung und statthaft bitte Nummer 2442. Ja? Bist du da, Louis? Ich bin kein Louis. Aber so widersprichst du doch nicht immer. So oft ich in deinem Büro anrufe, bist du besetzt. Na warte nur, wenn du einmal wieder mit mir ausgehen willst, dann bin ich auch besetzt. Ich bin ja gar nicht hier, Louis. Ach so. Na, dann können Sie es ja für heute Abend mal sein. Schluss! Himmel, Sonne und Milliarden Schuld. Wer das Telefon erfunden hat, das ist doch ein... Herr Joll, der Postbote ist da, um das Telefongebühren einzukassieren. Er soll sich zum Teufel scheren. Dann muss ich Ihnen Ihren Draht abschneiden.